Ja, was ist das Besondere an unserer Aktion? Ich würde sagen, die Nachtfrequenz in Schwerte ist mittlerweile seit 5 Jahren eine Aktion, die wir angefangen haben, ohne so richtig zu wissen, auf was wir uns da eigentlich einlassen, wie viele Jugendliche gewinnen wir eigentlich. Und ja, für uns ist es toll mitzumachen, weil die Nachtfrequenz mittlerweile NRW-weit in über 60 Städten stattfindet. Das ist ein tolles Statement der Jugendkultur NRW-weit und für uns natürlich klar, dass wir da dabei sein wollen und freuen uns jedes Mal, dass wir dabei sein dürfen und die Fördermittel noch bekommen können. Und für Schwerte sicherlich insofern was Besonderes und ich glaube bei den Angeboten, die man hier drin sieht, wirklich auch landesweit etwas Besonderes ist die Tatsache, dass es A für Jugendliche von Jugendlichen ist. Und wir bei all dem Facettenreichtum, die Jugendkultur bedeutet, wirklich auch ganz viel abbilden. Von Hip-Hop bis Rock, über Graffiti, über gemalte Sachen. All das findet auf dem Marktplatz statt, in all seiner kulturellen Dichte. Und das finden wir immer wieder besonders lohnenswert, dass das in Schwerte so gelingen kann. Ja, darüber hinaus ist es natürlich furchtbar toll zu sehen, wie viele eigentlich mitmachen. Als wir angetreten sind, haben wir gedacht, naja, wir gucken mal, wer hat denn wo Bock mitzumachen? Und mittlerweile haben wir so eine feste Gemeinde, muss man sagen, die jetzt schon fast, also einige sind schon das 5. Jahr dabei, aber wir haben ganz viele Jugendliche, die sich melden und sagen, ah, das habe ich letztes Jahr gesehen, das finde ich gut, da habe ich Lust mitzumachen. Oder die uns anschreiben und sagen, das haben wir gefunden, ah, das kenne ich. Also es gibt ganz viele Rückmeldungen von Jugendlichen, die neu dabei sind. Und insgesamt haben wir in den letzten Jahren immer zwischen 70 und 80 Jugendlichen auf den Bühnen gehabt, zusätzlich zu unseren Besucherzahlen, die wir so zwischen 400 und 500 immer vermuten. Ja. Das ist eine tolle Sache. Also zu sehen, dass so viele Jugendliche sich in so einer Stadt aufmachen, um an so einem Projekt teilzunehmen, macht uns, glaube ich, einfach so furchtbar viel Spaß, dass wir dieses Projekt jedes Jahr wieder mit großer Freude angehen. Genau. Drum bleibt von uns, werdet zu Nachtgestalten.